Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play OpenTTD. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Was mache ich dieses Mal? Ich weiß... Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Mir ist aufgefallen, dass ich momentan für jede einzelne Linie hier in meinem Netzwerk bisher nur ein einziges Depot habe, und zwar das Depot am jeweiligen Linienstart sozusagen. Das heißt, meistens wird es... Oder wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte es das Depot sein oder sollte das Depot in der Stadt stehen, die hier als erstes eingetragen ist. Was ist daran jetzt so relevant? Naja, manche Linien sind eben sehr lang und da kann es sein, dass die Züge, bis sie wieder angekommen sind am ursprünglichen Depot, schon in ziemlich schlechtem Zustand sind. Und das heißt, ich möchte mal gucken, wie sieht denn der Zustand meiner Züge so während der Fahrt aus? Und auf welchen Strecken könnte ich eventuell noch ein, zwei Depots dazu bauen und da die Züge dann mal reinschicken, während sie noch unterwegs sind. Und dann gucke ich mir erstmal diese Strecke hier an. Das hier ist Bad Liebenstein nach Weißenturm. Das heißt, ich gucke mir einen Zug an, der gerade zu Bad Liebenstein wieder reinfährt. Und der ist bei 72%, wenn er hier ankommt. Von insgesamt, ich kann den auch gleich mal ein bisschen schneller stellen. Ich brauche sowieso die Kohle für später. Der ist bei, also der macht ungefähr 10% Verlust, während er die Strecke hier absolviert. Das ist also kein großes Problem. Nächste Strecke. Diese Strecke hier, wo führt die denn hin? Bad Köstritz nach Eschborn, würde ich mal vermuten. Bad Köstritz ist da. Und Eschborn. Ah ja, genau, die fahren nach hier unten. Das heißt also, hier ist momentan kein Depot. Und ich gucke mal, wie sieht es denn bei dem Zug aus, der... Warum wartet der denn hier? Oh, das ist nicht so schön. Seht ihr, da fallen einem immer noch gleich... ein paar Sachen, oh Moment, und ich will Very Low Speed, ich hatte das Spiel neu geladen, daher kommt das, dass das wieder zurückgesetzt wurde. Ich will natürlich nicht, dass hier keine Signale stehen. Weil ansonsten müssen die Züge hier warten, während, habt ihr ja eben gesehen, obwohl der Zug hier schon in diesem Bahnhof drin war. Der vorherige Zug. So, das sieht jetzt wesentlich besser aus. Und dann gucke ich mal in Bad Köstritz, wie es hier aussieht, wenn die Züge von dieser Linie hier, genau, das hier ist so ein Kandidat, da wieder ankommen. Oh, der ist bei 60% nur noch. Das sieht gar nicht so toll aus. Das sollte ich vielleicht durchaus ändern. Ich weiß jetzt nicht, was da nochmal irgendwas bei, fast nicht 80% sogar, die maximale Haltbarkeit. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber das sehen wir ja gleich, wenn er hier ins Depot kommt. Aber er ist bei 58%, also das ist definitiv für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Ja, oh, 83% auf 58. Ich meine, wenn die Züge ein bisschen älter sind, jetzt in Anführungszeichen, dann wird sich das Ganze noch ein bisschen legen. Weil die wurden erst vor 13 Jahren ungefähr, ich glaube, vielleicht waren es auch 14 oder 15 Jahre, wurde der Zug, der Loktyp, überhaupt erst eingeführt. Das heißt also, der hat seinen Peak noch lange nicht erreicht. Aber hier sollte man definitiv was machen. Und ich werde einfach mal so frech sein und werde... Moment, muss ich gerade noch mal gucken, wie genau das ging. Genau, so ging das. Nee, das war... Ach so, das ist Convert, das war es also nicht. Da muss ich gerade mal gucken, was die korrekte Taste dafür war. Das müsste eigentlich eher hier sein. Im Moment, also Station und dann den hier, so genau. Dann kann ich Stationen felderweise abreißen. Das war ja eigentlich mein Plan und hier bleibt die Bahnstrecke jetzt momentan erhalten. Mein Plan ist nämlich, eins, zwei Felder das Ganze länger zu machen. Weil das hier alles so ein bisschen eng ist. Das heißt also... Das sind 1x5, das ist also korrekt die Länge. Das heißt, ich kann jetzt hier das Depot hinbauen, ohne da wirklich so große Platzprobleme zu kriegen. So, dann gucke ich mir mal an, wie das Ganze hier aussieht. Vor Eschborn sollte er hier
Da sollten die Züge hier ins Depot fahren. Und weiß gar nicht, warum ist ein Service nicht. Aber das war schon so. Also ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Das war schon so, dass die geserviced werden, wenn die da reinfahren, ne? Dass ich nicht. Ja, war es bei den anderen Ordern ja genauso. Ich nicht extra nochmal draufklicken muss. Die Linie hätten wir also, gehen wir über zur nächsten Linie. Und das ist die von Bad Köstritz nach. Ach so, ja genau, die macht hier eine Schlaufe. Das ist ja auch relativ neu. Das war früher noch nicht. Die sind da etwas anders gefahren. Aber gucken wir uns doch mal einen an, der von da kommt. Kommt denn hier mal einer? So viele Züge scheinen hier gar nicht unterwegs zu sein, wa? Ach ja, sind ja auch nur zwei. Das heißt, der andere ist gerade in Bad Köstritz vermutlich losgefahren. Ich lasse mir einfach Zeit und warte, bis der beim Depot angekommen ist. Und dann gucke ich mal an, wie es aussieht. Moment, ist er noch bei 68%, das wäre ja eigentlich gerade noch akzeptabel. Aber ich vermute mal, das wird nicht besser über die Zeit. Ja, das wäre glaube ich, durchaus eine begründete Vermutung. Wenn man bedenkt, dass die Zuverlässigkeit der Züge nur dann zunimmt, wenn sie in ein Depot fahren und ansonsten abnimmt. Ja, das sieht so aus, als könnten die auch noch ein Depot verbrauchen, gebrauchen. Hier sieht man also, diese Strecke ist halt überhaupt nicht ausgelastet, weil da eben die beiden Linien halten. Und hier müsste ich eigentlich auf dieser Linie mehr Züge einsetzen, aber dann wäre halt diese Strecke noch viel weniger ausgelastet. Das ist halt alles so ein bisschen blöde. Dann halt, ja, was sind denn das für Leute, die hier warten? Das könnte ich, glaube, das habe ich noch nie gezeigt, wie man sich das überhaupt anzeigen lässt, wo die alle hinwollen und worüber, wo lang die fahren wollen. Ja, wie auch immer, ich werde hier definitiv noch ein Depot einbauen. Achso, jetzt wurden wahrscheinlich hier die Strecken, die Gleisabschnitte nicht gebaut, genau, weil da gerade ein Zug rüber gefahren ist. Also das werde ich machen, dann habe ich hier diese Züge und kann nach Rothenburg, können die hier direkt nochmal ins Depot fahren. Also nächste Linie. Oder ist nur ein Zug im Einsatz, welche ist denn das? Diese Linie, die hier so hin und her fährt, ist auch mit einem einzigen Zug noch nicht so wirklich ausgelastet, aber ja, der hat hier Spaß, der fährt alleine auf seiner Strecke, kann man ja auch mal machen. Beginnen tut die Linie in Gummersbach. Und wo ist der Kollege jetzt? Ich glaube, der kommt noch locker in den, ja, der kommt locker in den 60ern noch hier in das Depot zurück. Also da muss ich kein Depot bauen für die zwei Haltestellen. Nächste Linie ist hier diese. Moment. Achso, das ist die, die hier so nach Norden fährt. Die werden vermutlich dann nur in diesem Depot halten. Mal gucken, ob hier oben irgendwo. Ne, hier ist nämlich kein Depot. Dann gucke ich mir doch mal das Ganze an hier. Und wie sieht die Haltbarkeit hier aus? 53%. Also da brauche ich auf jeden Fall am anderen Ende der Linie noch ein Depot. Das kann ich dann auch direkt bauen. So, da hätte ich das Depot und dann geht es vor Bottrop ins Depot. Jo, sieht doch ganz gut aus. Kommt also die nächste Linie und die machen richtig dick Gewinn hier. Das gefällt mir. Das ist, ah ja genau, diese Linie hier. Und die sieht, glaube ich, relativ lang auch aus. Die fahren ja von, ja, die fahren Goldberg. Achso, jetzt habe ich das Fenster zugemacht. Das war nicht so wirklich der Plan. Von hier oben Rheinbach nach Goldberg. Das heißt, wenn die hier wieder ankommen, dann fahren sie ins Depot. Gucke ich mir den Kollegen hier mal an. Wir sitzen bei dem aus. 55%. Da brauche ich also ein weiteres Depot. Bis der hier ist, das dauert ja auch noch ein kleines Weilchen. Also ich denke mal, der kommt fast unter 50%. Das ist mir zu wenig und hier haben die Züge am anderen Ende der Strecke 68% noch. Also das ist wirklich viel zu wenig. Ein Problem ist halt, ich kann, die Depots passen hier ja nicht hin. Weil die ja nur an
senkrechte Felder dran passen. Ich werde mal gucken, dass ich hier vielleicht einfach das Haus abreiße und stattdessen ein Depot hinbaue. So, und dann nehme ich mir so einen Zug her und der fährt, bevor er nach Goldberg fährt, soll er hier ins Depot reinfahren. So, war das noch rechtzeitig für den hier? Ja, tatsächlich. Der macht die Order schon sofort mit. Und hier sehe ich gerade, einige Züge hier in dieser Linie machen Verlust. Ja, warum sind denn hier 4 Züge auf dieser Mini-Linie im Einsatz, wo man auch genauso gut oder besser sogar mit dem Schnellzug fährt und dann hier lang fährt? Also das ist nicht so das Wahre. Ich glaube, da werde ich tatsächlich mindestens einen Zug davon verschrotten. Dann habe ich insgesamt zwar ein bisschen Verlust gemacht dadurch, aber das ist ja nicht so schlimm. Also dadurch, dass ich den Zug erst gekauft habe und dann wieder verschrottet habe nach 4 Jahren. Da sollte ich eigentlich einen älteren nehmen, aber ich meine so, das Micromanagement, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf, das zu machen. Das heißt, den fahre ich erstmal direkt ins Depot rein und dann werde ich den gleich verkaufen. Was mir auch noch wichtig ist halt, ja okay, jetzt wo er ins Depot reinfährt, hat er da noch eine Haltbarkeit von über 70%. Das heißt, das ist vollkommen unproblematisch. Da muss ich also nicht viel machen. So, dann ziehe ich den hier gerade mal rein und dann habe ich hier nur noch 3 Züge. Das heißt, die Linie sollte etwas saturierter sein und dann auch etwas profitabler für die einzelnen Züge, die auf der Linie fahren. So, dann gucke ich hier nochmal durch die Tier 1 Linien durch. Diese hier scheinen nicht so richtig Gewinn machen zu wollen. Die sind immer so auf der Kippe irgendwie. Da muss ich also irgendwann nochmal nachgucken. Und ansonsten, seit ich den großen Umbau gemacht habe, machen die alle mehr oder weniger Gewinn. Gucke ich mir also diese Linien hier an. Oh, der muss auch schon bald wieder ersetzt werden hier. Das Rote bedeutet ja, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe insgesamt 3 Tier 2 Linien, das heißt, das geht dann auch gleich relativ fix, diese Linien hier noch zu machen. Der ist hier schon bei 56%, also hier brauche ich definitiv noch ein Depot für diese Linie. Wenn ich jetzt hier ein Depot hinsetzen würde, dann müsste ich irgendwas mit den Ordern so ein bisschen Magie betreiben, dass die also tatsächlich da dann halten, also in das Depot fahren, wo sie dann zum entsprechenden Gleis auch wieder hinwollen. Das heißt also, am besten ist, ich baue das Depot einfach vor den Bahnhof und gut ist. Und zwar für beide jeweils. Also ein Depot hierhin und ein Depot hierhin. Weil die sowieso an dem Signal eventuell halten müssen und wenn die sowieso hier halten müssen, ist es relativ egal, ob sie jetzt vom Signal aus beschleunigen oder aus dem Depot raus beschleunigen. Auch wenn bei der Zuglänge es ja tatsächlich so ist, solange noch ein Stück vom Zug im Depot drin ist, können die wesentlich langsamer beschleunigen oder eine wesentlich langsamere Höchstgeschwindigkeit. Naja, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Also vor Eschborn hier einmal ins Depot rein. Und diese Linie, das wäre, also ich weiß nicht, ob ich damit tatsächlich genug getan habe. Also ob das ausreicht, denn wenn die fahren ja trotzdem erst bei 50% ins Depot. Also würde es sich nicht tatsächlich lohnen, irgendwo in der Mitte der Strecke nochmal ein Depot zu bauen. Ich sage einfach, nee. Das ist mir dann zu viel Aufwand. Wobei diese Depots ja jetzt auch nicht wirklich die großen Wartungskosten verursachen. Also so schlimm wäre es vermutlich auch nicht, aber naja. Nächste Linie. Gehe ich mal auf einen von den Zügen, die da fahren und das ist... Ah ja, genau, diese Nord-Süd-Linie hier. Die sollte auch relativ... Oh, der ist bei 70% hier. Da muss ich... Ach so, das ist nicht die Linie, die ich eigentlich gedacht hatte, dass sie es ist. Das ist nämlich diese kleinere Linie hier. Die hat auch eine relativ lange Strecke, aber die Züge sind andererseits auch relativ schnell. Aber andererseits bei 68%, wenn sie hier ankommen, bedeutet, bis der wieder hier ist, da ist der dann natürlich schon ziemlich abgefragt. Gucke ich mal den hier an, der ist bei 80%. Ach so, genau, weil der hier gerade gehalten hat, ja, dann ist das klar, aber
Hier sollte ich definitiv noch ein Depot bauen. Kann ich also direkt hier einfach mal machen. Und vor Bad Liebenstein einmal ins Depot rein. So, bleibt nur noch die letzte Linie und hier sollte es wirklich Moment, ich habe die hier doch gerade umgebaut. Habe ich für die hier tatsächlich falsche Order gemacht? Moment. Die kommen von Rheinbach, wenn sie da gerade sind. Oh ja, das ist tatsächlich richtig falsch. Jetzt ist irgendeiner von diesen Zügen hier, ist vermutlich gerade auf der falschen Route. Ist das der hier sogar? 44? Nee, der ist es nicht. Ich mache das hier lieber nochmal weg. Also der geht über Eschborn implizit. Das darf eigentlich nicht sein. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, was genau passiert denn hier jetzt? Die kommen von Bad Köstritz. Dann sollen sie ins Depot fahren. Und vorm Depot fahren sie aber implizit nach Eschborn. Warum? Ist es das falsche Depot? Ich mach das hier nochmal weg. Ja, das ist das falsche Depot. Seht ihr hier? Der fährt gerade irgendwo vollkommen falsch. Ja, genau, das war nämlich vorher auf dem Depot 1 eingestellt. Auf das Depot 1 eingestellt. Und jetzt ist es auf das Depot 2 eingestellt. Naja, da die hier sowieso in Eschborn von einer Linie auf die andere. Ja, genau, hier sieht man, dass diese, wo hier gerade der Zug lang gefahren ist. Dadurch, dass hier der Linkgraph verändert wird, also auf so, wie es eigentlich nicht aussehen soll. Ich hoffe mal, der fährt jetzt einfach eine Runde quasi außerplanmäßig und kommt dann hier irgendwo wieder an. Und ansonsten kriege ich früher oder später sowieso eine Meldung, dass er sich irgendwie verfahren hat und dann muss ich das manuell managen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken, ob der hier gerade im Depot war. Nee, bei dem hat es auch noch nicht funktioniert. Hier sitzen jetzt, habe ich diesen hier vielleicht die falsche Order gegeben? Hier muss ich auch nochmal gucken. Ah, denen hier habe ich noch gar keine Order gegeben. Ah, so sieht das nämlich aus. Vor Eschborn bitte hier in das Depot rein. Das ist dann auch das Richtige. Und die Züge, die von hier kommen, das muss ich jetzt gleich mal sehen. Also, dass der hier tatsächlich auch in das richtige Depot reinfährt und dann regulär einfach fährt. Und dem hier sind so ein paar Waggons abgesackt. Kann auch mal passieren. Passiert mir auch ab und zu mal. Der hat jetzt hier gerade nicht irgendwie nicht das Richtige. Der ist bei 67%. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der schon unterwegs... Ich glaube, das lag daran, dass der schon unterwegs war, als ich die Order verändert habe. Nicht, dass ich da jetzt wieder irgendwas falsch gemacht habe. So, und jetzt will ich mal gucken, ob der hier tatsächlich hier ins Depot reinfährt. Und ansonsten verfolge ich dann diesen Zug, um zu sehen, wie sieht es denn mit der Haltbarkeit aus, wenn der wieder am anderen Ende der Strecke ankommt. Das ist mir noch wichtig, weil diese Strecke ist so lang, da kann es auch tatsächlich sein, dass ich nochmal einen Zwischenstopp machen will. Das heißt, eigentlich muss ich ja nur einen Zug mir nehmen, der von der anderen Seite gerade kommt. Denn da sind die dann ja schon ins Depot reingefahren. Das geht vermutlich dann ein bisschen schneller. Wer steht denn hier? Achso, der war gerade Frack. Guck ich doch mal, der ist hier schon bei 67% nur noch. Ja, da könnte man sich das tatsächlich überlegen. Ich gucke mal, auf wie weit der runtergeht, wenn er am anderen Ende der Strecke ist und er dann tatsächlich in das Depot reinfährt. So, können wir das Ganze eigentlich auch ein bisschen größer machen. Dann ist das Ganze hier ein bisschen actionreicher. Also die Brücke nimmt er ja relativ schnell. So, und jetzt müsste er, genau, nach der nächsten Station müsste doch eigentlich jetzt das Depot kommen. Und da ist er bei irgendwas, also um die 50%, etwas über 50% oder
etwas unter 60%. Das sollte ja eigentlich ganz okay sein. Also nicht optimal, aber auch nicht so schlimm, dass man da jetzt irgendwie was machen müsste. Guck ich doch mal. Ja, nach der Brücke kommt doch gleich das Depot. Oder? Ja, da ist das Depot, alles klar. Also ist er bei 57%. Wird sich im Laufe der Zeit irgendwann noch ein bisschen nach oben verändern. Wenn die Züge quasi ihren Peak haben und wird dann sich im Laufe der Zeit wieder ein bisschen nach unten verändern. Optimal ist es nicht, aber andererseits ist es auch nicht wirklich schlimm, 57%, das kann man noch machen. Und damit wäre ich mit der Depoterneuerung durch, gucke ich mir nochmal hier, während das Ganze jetzt im Zeitraffer eine Weile gelaufen ist, gucke ich mir nochmal die Netzwerkauslastung an oder den Linkgrafen nochmal an. Und es sieht so aus, als könnte ich hier auf dieser einen Tier-2-Strecke tatsächlich noch ein paar neue Züge gebrauchen. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge machen, für diese hier reicht es erstmal. Und vielleicht sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann!